Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie die entgespeiste Lambda-Halbe-Drahtantenne installieren und was es dabei zu beachten gibt. Des Weiteren möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie die Anpassung der Stehwelle vornehmen. Der erste und zugleich auch fast wichtigste Punkt ist, dass wir einen Standort wählen, an dem die Wellen sich sehr gut ausbreiten können, wie zum Beispiel hier im Moor. Wir sehen hier ganz gut, dass hier keine Bäume stehen, also die optimalsten Bedingungen für die Wellen sich ausbreiten zu können. Außer hier auf dieser Seite, aber so ist es auf jeden Fall schon mal perfekt. Also wer so einen Ort kennt, der sollte diesen Ort auch nutzen, um dort die Antenne aufzubauen. Sobald man einen ungefähren Ort zur Installation der Antenne ausgemacht hat, bleibt nur noch die Frage, an welchem Gegenstand die Antenne befestigt wird. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Antenne zum Beispiel an nicht leitenden Gegenständen wie diesem ganz trockenen Holz hier vom Hochsitz befestigt werden. Es ist des Weiteren auch sehr wichtig, dass wir es nicht so machen wie hier gezeigt, sondern dass wir hier viel Platz lassen und schon gar nicht den Strahler direkt hier an dieses Blech gegenkommen lassen, ansonsten würde unsere Antenne verlängert werden. Das bedeutet, man muss das Ende bzw. die gesamte Antenne auch entsprechend isolieren. Darüber hinaus ist es nach Möglichkeit zu vermeiden, dass unser Anpassglied, das bedeutet hier dieses schwarze Stück aus Koaxialkabel, nicht am Boden aufliegt, sondern in einer Höhe von 20 cm, also circa mindestens vom Boden absteht. Das bedeutet, dass auch dieses Teil frei in der Luft hängt und nicht jetzt hier wie gezeigt auf dem Boden liegt. Wenn es sich jedoch nicht vermeiden lässt, dann dürfte das auch so okay sein, da der Strahler erst ab hier beginnt und das nur die reine Anpassleitung ist. So sollte man das Antennenkabel auch auf gar keinen Fall installieren. Das Antennenkabel sollte ungefähr gerade ausgelegt sein. Das bedeutet, es sollte nicht zusammengerollt oder zusammengewickelt auf dem Boden liegen, sondern wie gleich gezeigt. Wie wir unschwer erkennen können, sehen wir, dass hier an der Antenne ein PL-Stecker befestigt ist. Um das Ganze nun mit einem Antennenkabel zu verbinden, müssen wir hier nur noch eine entsprechende Kupplung einsetzen. Die entsprechende Kupplung sieht so aus. Wir haben hier zwei Löcher, sodass wir die beiden Stecker dann miteinander verbinden können. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier unsere Antenne und hier unser Antennenkabel, was nachher zum Funkgerät geht und hier in der Mitte dann die Kupplung. Und nun können wir das Ganze am Funkgerät anschließen. Nachdem wir die Antenne ordentlich aufgebaut haben, können wir nun unser Funkgerät nehmen. Ich habe hier mein Albrecht AE2990. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Gerne auf meinem Kanal gucken. Es werden auch noch weitere folgen. Hier haben wir jetzt unser Handfunkgerät und wer zum ersten Mal damit unterwegs ist, wird sicherlich feststellen, dass unser PL-Stecker hier nicht drauf passt, denn es handelt sich hierbei um einen BNC-Antennenanschluss. Das können wir hier ganz gut sehen. Und damit wir hier eine PL-Stecker anschließen können, brauchen wir hier so einen Adapter. Und dann können wir dann auch die große Antenne an unserem Handfunkgerät betreiben. So ein Adapter kostet 1-2 Euro, also ist auch wirklich nicht teuer. Dann können wir auch schon anfangen, hier unseren PL-Stecker anzuschließen. Und los geht's, wir können jetzt anfangen mit dem Funken. Doch stopp, wir haben was vergessen. Zuerst muss bei jeder Antenne die Stehwelle eingestellt werden, damit unser Handfunkgerät oder unser Funkgerät nicht zerstört wird. Diesen Vorgang dürfen wir bei gar keiner Antenne vernachlässigen, denn jede Antenne bedarf einer Abstimmung. Dazu benötigen wir ein solches Stehwellenmessgerät, auch SWR-Meter genannt. Und dieses SWR-Meter müssen wir jetzt einfach durchschleifen. Das bedeutet, wir schließen das SWR-Meter am Funkgerät an und am Ausgang des SWR-Meters hier hinten schließen wir unsere Antenne an. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir es angeschlossen haben. Hier unser Funkgerätekabel geht hier hinten hinein an den Anschluss für RTX und unser Antennenkabel geht an den Anschluss für die Antenne und geht dann direkt zu unserer Antenne hier hin, die wir gerade eben gespannt haben. Nun können wir das Gerät einschalten.
Jetzt gehen wir für Kanal 1 bis 40. Das bedeutet, wenn wir nur uns überwiegend im Kanalbereich von 1 bis 40 aufhalten, gehen wir auf Kanal 20. So mache ich es jetzt. Wer jetzt die Kanäle 41 bis 80 benutzt, der geht dann entsprechend auf den Kanal 60. Und wer Kanal 1 bis 80 benutzt, der geht dann auf Kanal 1. Nun wenden wir uns nochmal dem SWR-Meter zu. Wir schalten hier unseren Schalter auf Forward oder bei manchen Geräten steht auch Set. Drücken die Sendetaste und drehen hier so lange, bis unsere Nadel genau auf Set steht. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir die Nadel auf Set und jetzt können wir unseren Schalter auf Refuse oder Revert oder was es heißt einstellen. Und jetzt sehen wir, wie viel Sendeleistung zurückkommt. Jetzt sehen wir haben eine Stehwelle von 1 zu 1,5. Das ist natürlich noch nicht optimal, man könnte es so lassen. Alles unter 2 ist völlig okay, alles unter 1,5 ist perfekt. Aber wir wollen das Ganze natürlich noch verbessern und dazu gucken wir uns jetzt einmal die Antenne an. Hier sehen wir unsere Anpassfeder, die wir ja extra gebastelt haben. Und an dieser Anpassfeder lässt sich nun die Stehwelle verstellen. Wir hatten vorhin zwar eine gute Stehwelle, aber die war noch nicht ganz perfekt. Also verschieben wir hier unseren Schieber und kontrollieren gleich einmal auf unserem Stehwellenmessgerät, ob sich jetzt die Stehwelle verbessert oder verschlechtert hat. Dabei gibt es natürlich einige Tricks. Zum Beispiel, man guckt auf Kanal 40 und ist die Stehwelle dort zum Beispiel auf 2 und guckt man auf Kanal 41, ist die Stehwelle da auf 1. So muss man die Antenne kürzer machen und wenn es umgekehrt ist, dann muss man sie halt länger machen. Es gibt so einige Tricks, aber das geht auch so. Nun wenden wir uns nochmal dem Stehwellenmessgerät zu und jetzt können wir noch einmal die Sendetaste drücken und können jetzt erkennen, dass sich die Stehwelle etwas verbessert hat. Diesen Vorgang muss man jetzt entsprechend so oft wiederholen, bis man eine sehr gute Stehwelle erreicht hat. Aber ich würde sagen, alles was unter 1,5 ist, bedarf keiner Verbesserung. Man kann es machen für den längeren Betrieb, aber es muss echt nicht sein. Also alles was unter 1,5 ist, ist wirklich gut. Ich fasse noch einmal zusammen. Besonders wichtig ist ein Standort, an dem die Antenne bzw. die Funkwellen eine sehr gute Ausbreitungsmöglichkeit haben. Das bedeutet eine Stelle zum Beispiel nicht im Wald, wo viele Bäume stehen, sondern ein freier Platz, wie hier zum Beispiel im Moor. Zweiter Punkt ist, dass wir einen guten Befestigungspunkt haben bzw. gutes Befestigungsmaterial, wie zum Beispiel hier ganz trockenes Holz, welches so gut wie gar nicht leitet. Und auf eine entsprechende Isolation auf jeden Fall besser als hier achten. Der letzte und leider auch oft übersehene Schritt ist die entsprechende Stehwelle, die auf gar keinen Fall vernachlässigt werden kann. Ist nun das ganze Prozedere der Installation und Anpassung durchlaufen, kann man nun endlich mit dem Funken anfangen, ohne irgendwelche Sorgen haben zu müssen. Und da haben wir auch schon gleich sofort ein Gespräch, das wir hier hören können. Ich schätze mal, es sind Italiener. Und es macht wirklich was aus, eine so freie Stelle zu nutzen. Wir können ja nochmal einen kleinen Scan machen, aber ich denke mal, heute wird nicht viel los sein, da heute werktags ist. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und ich konnte Ihnen weiterhelfen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, Anregungen oder Kritik, so nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion unter diesem Video. Wenn Sie wissen möchten, wie diese Antenne gebaut wird, dann können Sie gerne in diesem Video hier nachschauen. Ich verlinke es einmal hier oben. Und sollten Sie es sich nicht zutrauen, diese Antenne selber zu bauen, beziehungsweise keine Lust darauf haben, dann können Sie diese Antenne sehr gerne bei mir bestellen. Für 19 Euro zuzüglich Versandkosten, dann erhalten Sie natürlich nicht diese Antenne, sondern eine extra angefertigte, nicht so eine gepflegte, sondern aus professionellem Material. Ja, ansonsten gibt es nichts weiteres mehr zu sagen von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.